Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es mal wieder so richtig technisch. Ich habe ja in einem der letzten Videos schon angekündigt, dass wir für den Xpo ein neues Fahrwerk brauchen, weil das wie die Sau quietscht. Und genau deswegen sind wir nach Lennestadt gefahren mit dem Xpo. Und hier gibt es jetzt bei der Firma H&R, die sind spezialisiert auf Fahrwerke, ein neues Fahrwerk. Ist allerdings nicht ganz so einfach, weil die haben für dieses Auto noch kein Fahrwerk fertig. Das heißt, wir müssen an dem Xpo erstmal ein bisschen Maß nehmen und. Bevor wir aber soweit sind, würde ich sagen, gehen wir erstmal rein, treffen uns mit dem Selim, kennt er ja schon von der Essen Motorshow, und gucken einfach mal, was hier in Lennestadt so geht. Ne? Kaum da wird es auch schon so richtig interessant. Das wäre so meine Wunschgröße an Federbein für die Limo. Weil das sieht wirklich mal nach einem Kilo aus. Das ist Alu mit so einer kleinen Feder. Ja, das sind mal so ganz andere Federn. Das könnte ja glatt irgendwie so eine Garagentorfeder sein oder so. Alles Spiralfedern. Interessant, was H&R scheinbar alles so produziert. Hier, die kennt jeder. 50er Platten für die Hinterachse, wenn die 9x16 noch mal ein bisschen weiter rausgucken sollen. Da ist H&R, glaube ich, auch ganz vorne drin dabei in den Standscheiben. Man sieht hier schon etliche verschiedene Varianten. Und natürlich zum Schluss auch, das hat Selim uns schon auf der Messe erklärt, Riesensparte, Medizintechnik. Ihr seht da so ein bisschen verschiedenste. Ich bin kein Mediziner, aber ich würde sagen, das ist, glaube ich, eine Art Bohrer. Ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall heute richtig was zu gucken. Da ist er endlich. Wie geht's? Ich habe die Zuschauer schon so auf einen groben Stand gebracht. Ja. Das Xpo-Fahrwerk knatscht wie Sau. Ja. Muss neu. Ihr habt da theoretisch noch nichts für. Deswegen müssen wir da erstmal gucken. Ja. So. Und ich habe schon gesagt, ihr kennt Selim schon von der Messe. Da blenden wir nochmal jetzt kurz das Video ein. Weil dann müssen wir nicht komplett beim Punkt Null anfangen. Weil ich finde, wir haben ja damals schon richtig gut von der Messe aus viel erzählt. Mhm. Dafür, dass wir da eigentlich gar nichts zeigen konnten und so weiter. Ja. Ich habe gerade schon mal die Zeit genutzt und habe schon mal euer Produktportfolio vorgestellt. Schon mal vorgestellt. Gleich mal eine Frage. Was ist das? Möchtest du bei uns anfangen? Nee. Also, ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich dies lieb gerne tun. Okay. Aber ich würde nur den Job des Testfahrers machen. Ja, okay. Was ist das? Das ist eine sogenannte Titan-Bone-Helix-Feder. Unsere. Ah, auch schon ein bisschen kurz rübergesprochen. Ja, genau. Habe ich auch auf der Messe. Ist das irgendwie Bone-X oder irgendwie so? Bone-Helix nennt sich das Produkt, genau. Und zwar ist das ein neues Verfahren, patentiert, von uns entwickelt und erfunden tatsächlich. Und wenn du jetzt, da hatten wir auch das animierte Video, glaube ich, auch auf der Messe uns angesehen, wo das halt schön in 3D grafisch dargestellt wird. Das ist, wenn du dir zum Beispiel den Arm brichst und es wurde zum Beispiel früher der Marknagel, den man kennt, eingeschlagen, um halt die Stabilität da zu gewährleisten. Problem dabei ist halt, du zerstörst körpereigenes Gewebe und natürlich der Heilungsprozess. Mhm. Hierbei, ne, das können wir auch mal einblenden, die 3D-Animation, damit auch die Zuschauer sich darunter was vorstellen können, wird diese Feder eingedreht in den Knochen. Stabilisiert ihn zum einen, fixiert ihn zum anderen und natürlich halt auch, du zerstörst deutlich weniger eigenes Körpergewebe und hast einen deutlich höheren oder schnelleren Heilungsprozess. Das sind jetzt ja mal so komplett neue Gebiete, ne? Ja, genau. Das schweift ja ins Unermessliche aus, was man da noch so alles jetzt hier so wahrscheinlich sich angucken könnte bei euch. Das wird allerdings nicht hier vor Ort gefertigt. Doch, also die Produktion der Federn findet auch hier statt. Mhm. Allerdings. Das sind auch alles Sachen von euch? Das sind auch Werkzeuge, genau. Der ganze Koffer ist ausgestattet mit einmal einer Seite komplett dem Werkzeug und halt auf der anderen Seite. Cool, finde ich ja, so, es kennt ja jeder in der Tuning-Szene, kennt ja so dieses H&R-Logo, ne? Genau. Ich sage, du könntest die Sachen eins zu eins in den Werkzeugkasten irgendwie reintun, ne? Ja. Und die Leute werden wirklich denken. Ist richtig, ja. Werkzeug, ne? Ja, richtig. Ja, also wenn du dich mit diversen Ärzten unterhältst, dann beschreiben diese sich als bessere Automechaniker. Das ist wirklich wahr. Also wenn man sich mal so Videos ansieht, wie einem der Marknagel aus dem Bein geschlagen wird. Da wird die anders. Also damit rechnet man nicht, ne? Wenn man da auf dem OP-Tisch liegt. H&R ist aber ursprünglich entstanden für Sportfahrwerke. Genau, also für die Fahrwerksfeder an sich, also Spezialfedern. Das heißt, wir können Federn fertigen von bis, also rein für den Industriegebrauch, bis hin zum Automotive-Sektor, Tieferlegungsfedern für Sportfahrwerke, sämtliche Applikationen. Wir sagen immer, der Running Gag hatten wir auf der Motorshow, hatten wir das ja kurz angeschnitten, die tiefste Feder, die wir haben, steckt ja in einem U-Boot. Mhm. Die Klappe oben, richtig. Dabei haben wir auch Federn für Space Shuttles auch gefertigt. Also wirklich von bis, ne? Gibt es keine Grenzen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Videoreihe.
Ich kündige schon mal Reihe an, weil Selim hat mir versprochen, er kann uns hier einmal alles zeigen. Ja, gerne. Von bis. Ich denke, wir lassen Medizintechnik erstmal außen vor. Das machen wir vielleicht in 2-3 Jahren, wenn wir dann beide unseren Doktortitel haben. Ja. Nein, wir machen erstmal keine Medizintechnik. Wir kümmern uns um Fahrwerk. Hier wird vor Ort alles gemacht. Das heißt wirklich aus einem Kabel wird eine Feder. Keul, genau. Und so also weiter. Federstahldraht, ne, wird angeliefert uns als Keul. Und wir fertigen hier alles in diesem Standort. Wie viele Mitarbeiter sind hier vor Ort? Etwa 130. 130? Ja. Okay, dann werden wir auf jeden Fall einige Maschinen sehen. Ne? Ja. Krass. Kann man grob sagen, wie viele Federn ihr pro Jahr produziert? Die Zahl an sich kannst du so jetzt nicht fixieren, also oder definieren. Aber ich sag mal, man könnte das runterbrechen. Also es sind ein paar hunderttausend oder mehr. Sind viele. Ja, also du kannst das, weil jede Maschine hat natürlich einen gewissen Dauerlauf. Du kannst das nicht auf eine Zahl runterbrechen. Ich kann dir die Tonnagen nennen, ja. Letzte Frage, tendenziell so typische Tieferlegungsfedern oder Federn, die komplett in einem Kit von euch sind, also Dämpfer, Federpaket? Das Schöne ist, wir können ja mischen. Wir haben ja quasi die einzelne Sportfeder, die du wiederum auch mit einem Sportfahrwerk kombinieren kannst. Mhm. Dann hast du wiederum den Bereich Gewindefahrwerk, die erfordern eigene Anfertigung. Mhm. Aber du kannst rein das Sportfahrwerk, Dämpferfedern, beziehungsweise die Sportfeder an sich, das Einzelpaket, kannst du mischen. Also du kannst sagen, entweder du kaufst einen Federansatz und gradest den irgendwann auf den Sportfahrwerk, weil der Dämpfer nachrüstest. Eine Frage? Ja. Was ist das für ein Dämpfer? Das ist eine Sonderanfertigung speziell für ein Motorrad. Motorrad, okay. Ja. Weil das kam mir so klein und kompakt vor. Ja. Das wäre ja ein Volltraum für jegliche Leichtbauanwendung. Wobei Audi R8 ist nicht viel länger. Der ist ja hier. Mhm. Das ist jetzt nicht viel größer und länger, ne, das Ganze. Ein bisschen, ne? Ja, aber wir bieten ja auch Sonderanfertigungen an über diverse Vertriebspartner für Quads-Motorräder. Ah, okay, ja, verstehe. Da haben wir natürlich auch was im Sortiment für. Das sind Vorspannspäder, ist klar. Was sind das? Sind das irgendwie das sind Ventilfedern? Das sind Rennsportfedern für Formula 3 zum Beispiel oder Formula Student. Krass. Das reicht? Ja, oder Formula Student zum Beispiel, die haben solche Größen. Oh, was ich auf jeden Fall krass finde, ist, wenn es so um Bauform von Federn geht, wo wir ja bestimmt später auch nochmal drauf eingehen werden, hoffentlich. Diese Federrate von 300 und zum Beispiel diese fette XXL-Feder da hinten, eine Federrate von 260 Newton. Ja. So, da sieht man mal, wie krass unterschiedlich dann so Steigungen und Wicklungen und so weiter sich auf so eine Feder auswirkt. Ne? Das wäre zum Beispiel sogar eine Porsche-Feder. Die ist auch ganz schön an der Nummer mit 901 beginnt. Mhm. Ja, du hast halt natürlich immer einen gewissen Bauraum, der dir vorgegeben ist. Entscheidend darüber hinaus ist auch natürlich die Drahtstärke, die Höhe. Also du hast mehrere Faktoren, die dazu eine Rolle spielen. Ne? Wir gucken uns ja garantiert die Federherstellung an. Ja, definitiv. Das wird dann der perfekte Zeitpunkt sein, wo wir mal auf Thema Federn eingehen. Ja. So, Thema X-Bow. Extrem cooles Auto. Ja. Du musst mir auf jeden Fall versprechen, dass du ordentlich mit rumfährst. Ich versuch's. Alleine, weil ich bin jetzt kein Fahrwerksexperte, habe ich schon immer gesagt. Ich finde aber, es fährt aktuell dafür, dass das so ein krasses, leichtes, gutes Auto eigentlich ist, ne? Mit guten Reifen drauf, ist ein Cup 2 drauf, okay. Finde ich nicht gut. Die Reifen nicht gut? Nein, das Auto fährt nicht gut. So, ne? Macht tierisch Bock, aber einfach, ich glaube nicht, dass ich damit so auf der Rennstrecke fahren würde. Weil? Weil kann ich jetzt nicht so wiedergeben, was, deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst, der sowas öfter fährt. Ich finde einfach, es fährt geil, aber nicht so, es gibt harmonisch? Nee, es gibt irgendwie Gefühl, kein Feedback, muss man so rum zu sagen. Ne? Du das merkst heißt, du jetzt, hast keinen Grenzbereich. Der Benner ausbricht, dann ist er weg. So, du merkst jetzt nicht irgendwie so, wie wenn du in einem anderen Auto fährst, wo du merkst, jetzt kommt irgendwie langsam das Federpaket ans Limit oder so. Mhm. Das hast du da irgendwie gefühlt gleich null. Okay, tendiert das Auto denn aktuell mehr zum Über- oder Untersteuern? Eher übersteuert. Übersteuern. Das heißt, der Grenzbereich zum Übersteuern ist wahrscheinlich sehr klein. Das heißt, wenn er bricht, dann ist er weg. Das heißt, du musst schon vorher lenken. Ja. Okay. Was ist ein Über- und Untersteuern? Also Untersteuern sagt man, der Automobilhersteller stimmt ein Fahrzeug dahingehend ab, dass das Auto immer untersteuert, weil untersteuern heißt, du gehst in eine Lenkbewegung, in die Kurve und das Auto schiebt über die Vorderräder. Vermittelt dem jeweiligen Fahrer immer ein bisschen mehr Sicherheit und Kontrollierbarkeit, weil du merkst, okay, die Vorderräder schmieren jetzt nach vorne weg. Das heißt, du hast keine Traktion mehr. Das heißt, du kannst dosieren. Gas, Bremse, Lenkbewegung. Wenn aber das Auto übersteuert, das heißt, Untersteuern kommt, glaube ich, daher, dass du nicht
vom eigentlichen Lenkeinschlag dahin steuerst, wo du hin willst. Ja. Sondern du das fährst Auto fährt noch schief. Geradeaus. Du bist einfach zu schnell, das Auto baut keine Traktion mehr auf, sondern ab. So, beim Übersteuern ist wiederum das Problem, du fährst zwar in die Kurve, was die Motorsportfans und Motorsportfahrer halt also favorisieren. Das Auto lenkt zwar mit der Hinterachse mit beim Übersteuern, allerdings, wenn der Grenzbereich so klein ist und das Auto bricht abrupt hinten ab, dann kommt dir das Heck um die Ohren geflogen, du kannst das Auto nicht mehr kontrollieren und landest dann natürlich hoffentlich nicht in der Leitplanke. Also untersteuern, so das typische Frontantrieb fahren meistens, übersteuern, das typische BMW-Fahren. Genau. So, übertrieben gesagt. Sicherheit hast du mehr beim Untersteuern. Übersteuern bist du tendenziell schneller, weil je nach Auslegung und Abstimmung das Heck halt auch ein bisschen mitlenken kann. Ne? Kann allerdings beim X-Pro, wie gesagt, auch ein bisschen sein, dass das einfach durch ist. Es hat 36.000 Kilometer runter das Fahrwerk oder so jetzt. Ne? Ja. Ja, du sagtest, es macht Geräusche. Ja, und es knarzt wie Sau. Okay. Ja, ist der Serie, ist ja White Power drin. Gucken wir uns an. Für die Vorderachse haben wir ja was im Programm. Die Hinterachse wird dann halt hier der interessante Punkt. Ne? Das heißt Datenaufnahme und so weiter. Wie, wo du jetzt sagst, Datenaufnahme, letzter Punkt, wie würde sowas normalerweise bei euch ablaufen? Ist wahrscheinlich ähnlich mit einem Prototypen oder so. Kunde liefert Auto an. Ja, das können wir euch gleich auch mal in der Werkstatt zeigen. Also ich habe hier mal was vorbereitet für euch auch, einfach mal, damit ihr euch das mal angucken könnt. Was muss ich eigentlich wissen? Ja, also ich habe hier so ein Datenblatt. Da kommen natürlich alle Daten rein, die wir für die Fertigung von solch einem Stoßdämpfer benötigen. Also sämtliche Durchmesser, sämtliche Längen, Federpakete und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen bei der KTM hin, nehmen das Fahrzeug einmal im Gesamten auf, sprich Gewichte, Einfederwege, Ausfederwege, Höhenstände. Das wird alles aufgenommen. Dann die Beschaffenheit der einzelnen Originalstoßdämpfer. Was haben wir für Längen? Was haben wir für einen Bauraum, den wir überhaupt nutzen können? Und fangen dann dahingehend an, wenn wir die ganzen Daten aufgenommen haben, das zeige ich euch gleich in der Werkstatt, da haben wir nämlich so ein Paradebeispiel gerade stehen. Wenn wir die ganzen Daten haben, geht es im nächsten Step in die Konstruktion, Entwicklung und die Fertigung. Woher weiß man, dass in der Serie als Beispiel die Pufferlänge perfekt ist? Nimmt man das einfach so oder wird das wirklich alles kontrolliert durch Einfederwege und so weiter? Das wird alles komplett gegengerechnet, genau. Das heißt, wir sehen ja anhand dessen, was wiegt das Fahrzeug, was haben wir für Ein- und Ausfederwege, was müssen wir dem Auto an Einfederweg geben oder was hat das Auto an Ein- oder Ausfederweg zu viel. Und dadurch erfolgt die gesamte Abstimmung. Das heißt, diese Grunddaten geben uns quasi den Weg vor, wo wir hingehen können und was wir machen wollen. Ne? So, ich würde sagen, genug Theorie, genug gequatscht. Wir nehmen den X-Pro und fahren einfach mal zu euch in eure Werkstatt. Genau, und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze vorangeht. Ja, die Geräusche habe ich schon gerade gehört, wie du es knatscht wie so ein altes Bett. Ja, brauchen wir ein bisschen mehr. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, woran das liegt, ob es an den Gelenken an sich ist. Also ich habe alles schon mal richtig gereinigt, gefettet, keine Besserung. Ne? Also, okay. Wir werden es relativ einfach sehen. Da merkt man es, beim Ausfedern. Ausfedern auch, ne? Ja, wenn der Dämpfer rausgeht, dann macht er Geräusche. So, das hier ist also eure Prototypen-Werkstatt. Ja, Howard schlägt ja eine große Liebe zu klassischen Fahrzeugen. Also Youngtimer, Oldtimer in jeder Art und Weise. Das hier ist wieder mal ein nettes Nebenprojekt von unserem Christian Heine. Er hat ja schon das bekannte schwarze Coupé, ne, das kennst du ja auch. Und jetzt ja, kam noch dieses Baikal-blaue Coupé noch für die Frau dazu. Und der wird jetzt hier gerade, oder befindet sich gerade in den letzten Schritten. Ne? Stimmt, du hattest erzählt, ihr habt auch für die Oldtimer teilweise Sachen mit Hakenzeichen. Ne? Richtig, sogar eigentlich sogar fast als einziger Hersteller, weil wir einfach damals schon mit als erstes damit angefangen haben und verfügen wir darüber hinaus über die ganzen alten Dokumente, ne? Die alle Fahrzeuge hart zulassungsfähig machen. Also selbst für solche Autos haben wir hart zulassungsfähige Produkte. Sowas ist dann ein Gewindefahrwerk oder nur? Hier ist ein Gewindefahrwerk drin. Wir haben für sämtliche Autos, man glaubt das gar nicht, also wirklich sämtliche Golf 1, BMW E30, E21, also alles, was all die alten Opels und so, da können wir hart zulassungsfähige Gewindefahrwerke für anbieten. Krass, ja. Cool. Geiles Golf Ding. 2, Golf 3 sogar bald, wenn er kommt. Du bist ja auch absoluter BMW-Fan. Unter anderem. Ja. VW auch, die mag ich auch ganz gerne, hatte ich ja früher mal, wie du weißt. Das sieht für mich schon mehr nach Neuentwicklung, Prototyp und so weiter aus, ne? Dieser Ford Focus ST ist jetzt das ganz neue Modell.
ist ja zum Beispiel als Neufahrzeug hier bei uns angeliefert worden. Mhm. Das heißt, wir betrachten das Auto jetzt mal als für uns komplett neu. Mhm. Bedeutet, das Auto kommt im Serienzustand, wird das hier angeliefert. Die Jungs machen eine komplette Ist-Aufnahme, ne? Also wirklich Restfederwege, Höhenstände, Bauraum, die Originalkomponenten werden ausgebaut, das Auto wird komplett durchleuchtet, alle Daten werden aufgenommen. So, anschließend gehen diese Daten inklusive der Originalkomponenten in die Entwicklung. So, da geht dann der zuständige Ingenieur hin, legt erstmal alles aus. Was haben wir für Gewichte, was für einen Antrieb? Macht erstmal das heißt, das wird auch alles gewogen? Natürlich, muss ja. Ne? Das heißt, wir machen erstmal so ein, errechnet erstmal eine erste Abstimmung, so in welche Richtung geht das Ganze. So, wenn dann irgendwann die Entwicklung abgeschlossen ist, werden die ersten Prototypenteile gebaut. Also die ersten Prototypenfedern in dem Fall. Mhm. Dieses Auto bekommt erst nur Tieferlegungsfedern. So, und dann anhand der Originalkomponenten, auch an des Stoßdämpfers, können wir erkennen, wie weit können wir gehen. Was können wir dem Auto an Tieferlegung geben? Ne, also was können wir an einem Federweg wegnehmen? Was hat das Auto? Mhm. Und so weiter und so fort. Die Prototypen werden dann aus der Fertigung hier angeliefert. Die Jungs verbauen die zur Probe. Dann wird wieder das Auto wieder einmal aufgenommen. Also alle Daten werden wieder aufgenommen. Was haben wir jetzt für einen Ist-Zustand? Dann wird das Auto Probe gefahren. Wenn im ersten Step, was zu 99% immer der Fall ist, im ersten Step alles gleich sitzt, also Punktlandung, Probefahrt, wieder Datenaufnahme, Fahrzeug wird vermessen, nochmal alles gecheckt, kontrolliert, dann kommt der TÜV ins Haus, nimmt auch nochmal alle Daten auf, kontrolliert auch nochmal alles, Probefahrt. Mhm. Probefahrt positiv abgeschlossen von Seiten des TÜV, was wir ja im Vorfeld schon gemacht haben, wird dann im nächsten Zuge das Teilegutachten beantragt und erstellt. Das heißt, der Artikel wird verkaufsfertig gemacht. Mhm. Und dann wird er angeboten. Und das Ganze als erstes immer nur mit Tieferlegungsfedern? Das kommt ganz drauf an. Es gibt auch Autos, wo wir nur ein Fahrwerk für gemacht haben. Es gibt aber auch, also ich sag mal, im Großteil hat jedes Auto im ersten Step erstmal Federn bekommen. Da haben wir uns dann alle Daten schon vorab geholt und würden dann, wenn wir entscheiden, ein Fahrwerk zu bauen. Manchmal haben wir auch, kriegen wir auch neue Autos rein, dann machen wir gleich alles. Ne? Ein komplettes Gewindefahrwerk zu bauen ist wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger, also ein paar Teile mehr. Ne? Auf jeden Fall, aufwendiger schon, aber wir haben ja meistens immer alle Daten vorher schon da. Heißt also, wir können vorarbeiten, Auto kommt, wir machen die erste Probe, sitzt das Ganze, dann können wir es sogar schaffen, dass wir in einer Woche zwei Produkte bei einem Auto durch. Wie wird bei so einem Ford, wie ist da die Federauslegung? Geht man da immer in Richtung sportlich? Also sind Tieferlegungsfedern automatisch immer gleich ein bisschen härter oder geht das mit dem Seriendämpfer gar nicht und es ist einfach nur tiefer, aber ist sonst gleich? Nee, also wir beschreiben die Abstimmung immer als sportlich komfortabel. Du hast ja immer gewisse Federraten. Mhm. Es gibt sogar Tieferlegungsfedern, wo die Rate niedriger ist als die Originalfeder. Mhm. Warum? Viele Fahrwerks- oder Fahrzeughersteller bieten zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Fahrzeughersteller, die produzieren ein gewisses Fahrzeug mit einem Sportfahrwerk und dieses Sportfahrwerk ist aber eigentlich zu straff. Das hörst du natürlich auch als Feedback von den Endkunden, das ist mir ein bisschen zu straff. Und dann nehmen wir die Daten auf und sehen, okay, die Federraten sind schon sehr stark ausgelegt. Wir gehen eine Stufe zurück, harmonierend aber zum Originalstoßdämpfer. Das heißt, unsere Federn sind immer in Kombination mit dem Originalstoßdämpfer geprüft und harmonieren auch so. Fertigt ihr auch Federn für Originalhersteller an, wo dann einfach Lack- und Teilenummer draufkommt? Ja. Auch. Okay. Ja. Also ist schon eine richtig große Fertigung, die uns erwartet. Ja. Cool. Ja, okay. Also genau das, was du uns jetzt hier gerade erklärt hast, findet jetzt hier als nächstes statt. Genau, bei der KTM. Also das Auto, wie gesagt, wir kennen ja die Probleme. Ich weiß ja, was du mit dem Auto vorhast. Ja, fahr ruhig ordentlich mit durchgehen. Die ein oder andere Probe werde ich auf jeden Fall machen. Ich muss auch zugeben, ich bin ja echt schon eine Menge Autos gefahren, aber eine KTM, glaube ich, bin ich echt noch nie auf langer Strecke gefahren. Fährt alles extrem direkt, cool, geil, keine Seitenlenkung, kein ABS, gar nichts. Aber nur, ich finde einfach ein bisschen Feedback fehlt so. Ja, reines Schönwetterauto, ne? Ja klar, Regen und so, kannst vergessen. Ja, ist also, auch brandgefährlich im Regen. Ja, also was wir jetzt als nächstes machen werden, ist Datenaufnahme. Was hat das Auto an Ein- und Ausfederwege? Was haben wir für Höhenstände? Was haben wir für Bauraum? Weil ich habe schon an der Hinterachse, die Vorderachse ist ja sehr einfach, also einfacher geht es ja fast gar nicht. Das heißt, wir haben zwei Befestigungspunkte, Auge, Auge. Das heißt, hier werden wir hingehen, werden natürlich einmal hier den Bauraum, das heißt, wir werden ein kleines Rennfedersystem nehmen, das heißt 50er Rennfedersystem. Wir haben natürlich auch eine Härteverstellung mit an Bord. Vorderachse, Ein- und Ausbau ist ein Kinderspiel. Ja. Komplizierter wird es auf jeden Fall an der Hinterachse, da habe ich nämlich gesehen, da ist alles ziemlich verbaut.
Das heißt, die ein oder anderen Carbon-Teile werden wir auf jeden Fall demontieren müssen. Diese Art und Weise von Stoßdämpfern mit einem externen Ausgleichsbehälter verbaut ihr gar nicht? In dem Fall nicht, weil wir bekommen das kompensiert alles über unser Aluminiumrohr. Das wird ja meistens nur gemacht, um halt die Temperatur, also beziehungsweise Öl. Du hast ja ein Ölreservoir, ne? Das wird bei uns nicht benötigt. Mhm. Es gibt aber auch natürlich Applikationen, wo wir das auch machen, aber gerade bei der KTM ist das jetzt aus unserer Sicht nicht zwingend notwendig. Okay, gibt's sogar von euch auch. Ja. Hier können wir ja sogar, so wie ich das sehe, drei Sachen einstellen, ne? Genau. Wir haben die Zug- und Druckstufenverstellung über ein Rädchen. Mhm. Macht es auch natürlich für dich irgendwo als Laie natürlich deutlich einfacher, weil ich behaupte auch, wenn ich dir jetzt sage, Philipp, stell das auf, fahr doch mal auf härter oder weicher, du drehst jetzt hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, du verstellst das Auto komplett. Also es gibt auch nicht viele Firmen, die das wirklich ordentlich einstellen können. Klar gibt es die, Motorsportfirmen und so weiter und so fort, aber ich sag mal, eine normale Werkstatt von nebenan, ne, wo du jetzt hingehst und sagst, bauen wir mal eben das Fahrwerk ein oder mal eben die Räder drauf oder so, die sind gar nicht in der Lage, solch ein Fahrwerk einstellen zu lassen. Ne? Also da musst du wirklich mit einer Radlastwaage arbeiten und so weiter. Ja, cool. Ich freue mich drauf. Schritt 1 wäre getan, Auto steht hier. Ja. Ihr zerlegt das jetzt, nimmt Maße und so weiter und ich freue mich drauf, dass wir im nächsten Video in die Fertigung dürfen. Ja. Und dann fangen wir mal bei H&R ganz unten an und kämpfen uns bis ganz zum Ende durch. Gerne. Und am Ende bauen wir hier das Fahrwerk ein. Und am Ende sollst du mit einem Grinsen hier vom Hof fahren mit dem Motor. Das werde ich tun. Ich hoffe. Solange du sagst, du fährst auch mit einem Grinsen durch die Gegend. Ja, ich bin echt gespannt. Wirklich. Ich bin wirklich gespannt, wie das Auto fährt. Mhm. Ja, cool. Soviel zum Thema H&R. X-Pro, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.